Ich wünsche einen wunderschönen sonnigen Freitagabend. Mein Name ist Anselm Lenz, ich bin Journalist in Berlin und darf gleich mal einen Gruß von Innensenator Geisel hier in Berlin ausrichten an alle Demokratinnen und Demokraten. Bitte Abstand halten, sagt Innensenator Geisel. Bitte das umzusetzen, damit es hier mit den Mitmenschen von der Polizei, die sich sehr anständig verhalten und sehr freundlich sind, heute keine unnötigen Schwierigkeiten gibt. Innensenator Geisel, SPD, ist dafür verantwortlich, dass wir, als wir am 28. März dieses Jahres, 3 Tage nach Ausrufung des verfassungsbrüchigen Notstandsregimes in unserer Bundesrepublik, mit einer nie dagewesenen, unverschämten, nahezu terroristischen Härte verfolgt wurden, weil wir Grundgesetze verteilen wollten auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Glücklicherweise hat sich seither die Demokratiebewegung zu einer bundesweiten Bewegung entwickelt. Es sind im Wesentlichen Demokratinnen und Demokraten aller Couleur, die sich daran beteiligen. Notwendigerweise auch viele Leute, die schon längere Zeit misstrauisch waren, was das eine oder andere angeht. Und daran ist auch überhaupt nichts verkehrt, dass jene Leute dann ein soziales, liberales, freundliches und grundgesetztreues Umfeld finden, um auch ihren Unmut zu bekunden. Denn der einmalige Fakt, warum wir uns jetzt hier auch vor dem Bundestag, unserer Repräsentation, unserem Ort, in dem unsere Stimmen vertreten werden sollten, versammeln, ist, dass diese Stimmen eben nicht nur nicht vertreten werden, sondern dass sie buchstäblich mit Füßen getreten und vergewaltigt werden, dass wir verleumdet und verfolgt werden in unserem eigenen Land dafür, dass wir fürs Grundgesetz stehen und für demokratische Verbesserungen und eine friedliche und freie Debatte sämtlicher relevanter wissenschaftlicher Stimmen. Wir stehen also in keiner Weise alleine da mit Mondsüchtigen und Esoterikerinnen, die übrigens ja auch ihre Anliegen haben, die müssen sie auch irgendwo mal sagen können, aber das ist ein anderes Thema, sondern wir stehen da mit Tausenden und Abertausenden der besten Wissenschaftlerinnen, Medizinern, Virologen, Epidemiologinnen des ganzen Planeten. Und wir stehen mit Verfassungsjuristinnen und Juristen, wir stehen mit Arbeiterinnen, Angestellten, mit Künstlern, mit ein paar freien Journalistinnen, die sich das trauen, und einer Vielzahl an Bürgerinnen unterschiedlichster Couleur, die für dieses Thema zusammenstehen, damit da Aufklärung stattfindet. Aufklärung ist historisch und auch inhaltlich der Ursprung der Republik in ihrem demokratischen Sinne. Der freie Journalismus hat dafür gesorgt, dass eine Demokratie überhaupt stattfinden kann, dass die Fürstenherrschaft beseitigt wird. Und wer das romantische Bild von Fürsten irgendwie noch aus der Gala oder so hat, wo die spanische Prinzessin irgendwie den dänischen Prinzen küsst, das ist sozusagen die naive Vorstellung davon. Bis ins frühe 20. Jahrhundert waren Monarchien oftmals, nicht immer, aber oftmals fürchterliche Orte mit Leibeigenschaft, dem Recht auf die erste Nacht und solchen Widerwärtigkeiten, die auch heute noch allerlei Albträume natürlich auslösen. Und wenn Menschen sehen, dass etwa Anführer von globalen Konzernen, die größere Umsätze haben als riesige Nationen, sich einfach wie die allerletzten Schweine benehmen und sich im Fernsehen übertragen lassen, ohne jede demokratische Legitimation verkünden, sie wollen jetzt mal alle irgendwie hier mal kurz alle durchnehmen. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht vulgär werde, aber es sind einfach Parallelen vorhanden, und selbstverständlich löst das vollkommen zu Recht Albträume aus. Die sind auch gar nicht so verkehrt, das sind fantastische Überzeichnungen. Wir wollen den Leuten ja nicht ans Leder, wir wollen sie einfach absetzen, und das werden wir hier, wo wir wohnen und wo wir Einfluss haben, dann auch einfach tun, durch eine sinnvolle Wirtschaftsrahmengesetzgebung, indem wir dann einfach solche
gigantischen Konzerne und deren Lobby, soweit es geht, raushalten. Das ist durchaus möglich und dann machen wir hier einfach mal den Anfang. Und dafür muss man auch über ein paar Schatten springen. Das ist nicht so schlimm. Das ist, die Bundesrepublik ist die Entität, in der wir leben. Etwas Besseres steht gar nicht zur Verfügung. Die EU ist es jedenfalls nicht. Die ist kein bisschen demokratisch. Und die wird entweder radikal demokratisiert oder wir werden sie verlassen. Zumindest werden wir darüber abstimmen lassen, ob wir bei dem Laden da noch weiter mitmachen wollen. So. Ich bin wirklich glücklich, dass Sie alle gekommen sind. Ich bedanke mich im Namen des Kollegiums der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand auch ganz herzlich. Der Name mag etwas martialisch anmuten, bezieht sich aber eben auf eine Tradition, die in den bürgerlichen Revolutionen zu suchen ist, den liberalen Revolutionen, denen wir die Freiheitsrechte verdanken, die wir bis 25. März genossen. Und wir wollen daran erinnern, dass es Revolutionen waren, die tatsächlich stattgefunden haben, Bewegungen, die tatsächlich gesagt haben, nein, wir möchten frei, gleich und geschwisterlich leben, zumindest mal im Grundsatz, in der Form der Berechtigung. Das ist die Verfassung, die bürgerliche Verfassung ist bis heute, mag ja mal etwas noch Besseres geben, im Moment ist es noch nicht sichtbar, ist die größte inhaltliche Errungenschaft und lebensmäßige Errungenschaft der Menschheitsgeschichte. Und diese Verfassungsgrundsätze werden wir verteidigen, koste es, was es wolle. In liberalen Staaten, und das umfasst im Wesentlichen, umfasste, muss man leider sagen, die westliche Welt und auch viele andere Regionen der Welt, des Planeten, garantiert individuelle Freiheitsrechte und vor allen Dingen das Charakteristikum, dass über alle wesentlichen Fragen des Zusammenlebens abgestimmt wird, eben jene, die das öffentliche Leben betreffen. Also das bedeutet übrigens auch die Wirtschaft und deren Einfluss, das bedeutet die Zusammensetzung der politischen Repräsentation oder auch direkte Demokratiefaktoren und eben die Bestimmung und Abwählung der Abwahl der Regierung. Eine Regierung, die im rechtsfreien Raum agiert, wie die derzeitige Bundesregierung mit dem Kabinett Merkel, muss umgehend zurücktreten und für Neuwahlen sorgen. Der Bundestag muss... Dieses Gebäude hier, das am Ende uns allen gehört, ist dafür da, dass unsere Stimmen darin mitrepräsentiert werden. Und dass in diesem Gebäude eine Regierung bestimmt wird, die wir alle akzeptieren können und deren Agieren rational und nachvollziehbar ist. Und dafür werden wir sorgen in Wahlen. Und man kann das Kabinett Merkel und den Bundestag nur dazu, vor allen Dingen den Bundestag nur dazu auffordern, außerplanmäßig zusammenzutreten und so schnell wie möglich Neuwahlen zu beschließen, bevor Schlimmeres geschieht. Es gäbe noch so viel zu sagen, aber zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass dieser 31. Juli, der Vorabend des 1. August 2020, meines Erachtens einen besonderen Moment darstellt, egal was jetzt genau am morgigen Tag geschehen wird. Es markiert meines Erachtens nämlich den Beginn einer neuen Verständigung in der Bundesrepublik, einer Verfassungserweiterung, einer Reform der Verfassung, einer Erneuerung unserer Verfassung. Auf Grundlage des Grundgesetzes, dass das übrigens schon länger vorsieht, dass sich die Bundesrepublik einen neuen grundlegenden Text geben muss oder den bestehenden Text demokratisch legitimieren muss. Wir müssen darüber abstimmen. Es gibt tiefgreifende Konflikte in unserer Gesellschaft, seit Corona, aber davor auch schon. Diese Konflikte sind so tiefgreifend, dass unter Corona spätestens nun tatsächlich bürgerkriegsähnliche Zustände drohen. Und deswegen springen wir auch in meinem Fall zum Beispiel als Linker und Liberaler über zwei und drei Schatten, um das zu ermöglichen, damit wir hier eben nicht in bürgerkriegsähnlichen Zuständen versinken, sondern neu verständigen. Jeder Mensch sich da in irgendeiner Form einbringen kann, die verschiedenen
in einer Lage, in einer Demokratie vertreten werden und dann eine Verständigung auf einen Grundgesetztext, einen neuen Text stattfindet über einen längeren Prozess hin, der da auch soziale Grundrechte erstmals kodifiziert und auch endlich mit hinzunimmt, dass ja seit dem Anschluss der DDR ohnehin schon die demokratische Legitimation auf sich warten lässt, dieses Textes, und wir das dann bitte auch einfach endlich mal umsetzen, in Ermangelung auch einer jetzt sozusagen umfassend besseren Idee, die kann ja eines Tages mal kommen, aber in dieser Situation, in der eine Bundesregierung im rechtsfreien Raum agiert und mit Ausnahme von Schweden in vielen Ländern der Welt einfach diktatorische Verhältnisse, quasi de facto diktatorische Verhältnisse stattfinden, ohne wissenschaftliche Aushandlung und ohne die Opposition zu hören, sondern im Gegenteil, sie zu verleumden und zu verfolgen, ist das unser Mittel. Wir kommen nicht aus dem Krieg zurück und haben die Faxen dicke. Wir sind nicht in Betrieben organisiert und wollen jetzt hier alles übernehmen. Was wir haben, um uns demokratisch zu verständigen, sind wir selber und unser Bestehen auf Grundrechten und auf demokratischen Verfahrensweisen, auf freier Forschung und Lehre, auf echten Universitäten, auch schon länger nicht mehr wirklich erlebt, auf Föderalität übrigens auch, Gewaltenteilung und echte freie, gleiche und geheime Wahlen und im besten Fall dann auch so etwas wie imperatives Mandat und Volksentscheid über die ganz grundlegenden Fragen wie Währung, Zugehörigkeit in internationalen Organisationen und so weiter und so fort. Diese Dinge sollten wir jetzt angehen, das steht jetzt im Raum, und Regierungen, die sich dem weiterhin verschließen, und Bundestage, künftige Bundestage, die sich dem weiterhin verschließen werden, schlechte Karten haben. Denn die Idee ist jetzt in die Welt gesetzt, die ist auch nicht völlig neu, aber das wird sich verbreiten, dann werden wir da wirklich und geeint hingelangen, auch über Animositäten hinweg, die ja meistens doch auf Traditionalismen beruhen. Es geht einfach darum, dass alle Menschen, die guten Willens sind und die niemandem etwas zu Leide tun wollen, und das sind doch 99,8% in der Bundesrepublik gegenwärtig, sich da jetzt auf etwas verständigen, damit sie einander eben nicht gegenseitig an die Gurgel gehen und auch sonst niemandem anderen, sondern demokratische Zustände wiederherstellen und sie sogar verbessern. Und das ist ja auch eine Chance, die in diesem Corona-Regime liegt. Also, in diesem Sinne, für die Republik!